Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Sofort und gleich hinter der Rolle zeigen wir euch den neuen Daily Shop vom 7.3.2019. So, und heute haben wir ja wieder zwei Sets im Shop drin. Und zwar haben wir zum einen den Sakira Skin. Sakira. Ich habe mein Spiel jetzt extra auf Deutsch gestellt für dieses Daily Shop Video Zeug. So. What? Und zwar haben wir jetzt hier Sakira. Wie viel gebe ich dir? Ich gebe zoom dir. Mal ran an. Okay, zoom. Oder an die Sakira. An den Sakira. An die Sakira. Gleich Season krass. Okay. Leute, ich habe heute übrigens, by the way, meine erste 20er Bomb gemacht in Season 8. Ist auch noch danach kommentieren. Das müssen wir heute auch machen. Das machen wir heute nicht mehr. Okay. Also, was gibst du denn? Ja, guckt an hier, der Engel mit dem Nasenring. So, ich finde den nicht so schlecht, ich gebe dem 8 von 10. Ich gebe dem 7 von 10. So, dann gucken wir mal nach der Bewertung. Muss erstmal einen, muss erstmal, so, ist sogar richtig. Ja. 4,05 von 5 bei 105 Votes. Okay, das ist gut. Ja, ziemlich, ne? Ja. So, dann kommen wir zu. War da nicht noch ja, was? Ja, ich weiß. Noch was. Dann kommen wir zu der. Oh, die ist richtig geil, 10 von 10. Findest du geil, ja? Also von mir kriegt Tugend. Geil. Wie heißt denn das Ding überhaupt im Englischen? Kacke, stimmt! Nein! Ja. Virtue. Ja, Virtue Tugend kriegt von mir 7 von 10. Okay. Jetzt haben wir hier 4,25 von 5 bei 24 Schwarz. Das ist stark. Das ist ziemlich geil, die Picke. Dann kommen wir zum Melkor. Der Melkor. Gleich hat sich den gekauft. Das ist sein einziger Skin, den er sich gekauft hat. Ja. Wie viel? Ah ja. Ich gebe dem 10 von 10. 8 von 10. Okay. Einen Moment. Wo waren da ist der Melkor. Melkor. 3,17 von 5 bei 18 Votes. Dann kommen wir zum nicht so beliebt nächsten Skin und zwar. War da nicht noch was? Da war da noch was. Böser Blick. Dieser böse Blick. Evil ja. Eye heißt er auch auf Englisch. Mhm. Und zwar. Wie viel gibst du dem? Naja, ich geb der. Nein, du brauchst gar nicht auf die Bewertung zu gucken. Nein, guck ich auch nicht. Ich geb der 6 von 10. 6 von 10? Ich ja. Geb der Picke 8 von 10. Das ist ziemlich nice. Oh, 2,44 von 5 ist anscheinend nicht wirklich beliebt. Na gut. Nein. Kommen wir zum nächsten Item. Das ist einmal Lama Kadabra. Oh ja. Sehr schön. Ja, gleich kann sich den sogar kaufen. Holst du den? Nö. Ich warte jetzt erstmal ein bisschen wieder. Ein paar Gems zusammenbekommen. Gems. Holst du dir bestimmt Gems? V-Bucks. Sorry. Gems. V-Bucks. Tut mir leid. Leute, er gleich spielt seit Season 2 Fortnite. Gems. Ja. Er holt sich Gems. Ja, ist doch gut jetzt. Ich gebe dem 10 von 10. 10 von 10. Er gleich gibt ihm auch 10 von 10. Ich gebe dem auch 10 von 10. In dem Lama Kadabra. Lama Kadabra. So, dann haben wir hier 3,33333 von 5 bei 15 Votes. Mhm. Dann kommen wir zur Loop-Marke. Ja, von diesem Agenten. What? Von dem Agenten-Set. What? Boah. Alter. Geil. Hä? Ach, die spiegelt die Sonne dann quasi. Oh, das ist geil. Boah, ist das geil. Kannst du jemanden damit blenden? Nee. Nee, ich gebe dir 7 von 10. Ich auch. 7, ja. Loop-Marke. Ist dann gar nicht mehr so leicht, ne? Ja. Hä? Hast du wahrscheinlich nicht angeklickt. Da unten Magnifying X. Ah, dort da unten, da rechts wäre es gewesen, guck. Ah, ich sehe sie. Ja. Okay, da, ja. Oh Gott. Magnifying X. Da merkt man richtig, dass die Pick anscheinend ziemlich schlecht ist, weil ein Vote nach, jetzt müsste man Mathe können, 7 Monaten, 8 Monaten sogar fast. Das ja doch, 8 viel. Monaten, 8 Monaten, ein Vote. Und 6 Reminders, ja, das ist gar nichts. Ja.
Gut, dann nächstes. Wie viel hast du dir gegeben? 7 von 10, ne? 7, glaube ich, ja. Wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Ja. Wiggle, wiggle, ziemlich wiggle. Ziemlich geil. Wiggle. OG-Mode 9 von 10. Ja, gleich gibt 7 von 10. Richtig. Ah, kann vorher sagen, naja, gleich. Jo. Absolutamente. 3,56 von 5 verstehe ich gar nicht. Wohl am April, am 9. April 2018 released. Ja, da war noch richtig, richtig, richtig geil. Ja. So, dann, haben wir den Eindringling. Oh Gott, was ist denn das? Oh Gott, der sieht richtig schlimm aus. Oder? Wie siehst du den? Ist er gut oder was? Ich geb dem 1 von 10, du gibst ihm 5 von 10? Nö, 4. 4 von 10 sogar. Mhm. Auch dass du das bei dir mal 4 von 10 rauskommt, dann muss man schon richtig schlecht sein, oder? Ja, also begeistert bin ich natürlich nicht von dem. Ja, gleich, du warst damals viel bei übrigens 3, irgendwas, 3,6455 bei Elfords. Du warst damals viel härter. Oh, ein richtiger OG-Skin, den habe ich. Ah! Okay. Ach, okay. Wie meinst du ein richtiger OG-Skin? Wie, von wann ist denn der? 2017. 2017 schon? Wie oft war der denn drin? 22 Mal. Der Infiltrator. Ja. Mhm. Ja, gut, dann nächster Skin, ne? Ich würde mir behaupten. Ne, erstmal Sternen-Nachtflug. Ja. So. Ja, das ist ganz ziemlich schlecht, also 4 von 10. Ich finde den, ich finde das Gemälde nicht so schlecht. 10. Genau. Naja. So. Ja. Und da gibt's dann auch schon wie viel? 3,87 von 5 bei 15 Worts. Und es war 10 Mal im Shop drin und es wurde am Juni, am 3. Juni 2018 released. Dann kommen wir zum Taxifahrer. The Cabby. Oh, schlimm. Schlimm. Ohne Flachs. Dieser. Oh Gott. Das ist richtig schlimm. Ich finde den Cabby gar nicht so schlecht. Aber dafür, dass es ja ein Tiffy No Skin ist, gebe ich dem 6. Wieso Tiffy No Skin? Ach komm. Herr Gleich. Hat er den gespielt oder was? Nein. Guck dir ihn an. Ach so, weil er so aussieht wie Tiffy. Sieht genauso aus wie Tiffy. So, das sieht genauso aus wie TFU. Okay. Und da gibst du dann 6 von 10. Wenn, da gibst du No-Skin 6 von 10, wenn er aussieht wie TFU. Ja. Willst du mich verarschen? Nö. Sonst diskutierst du immer mit mir rum, wie du gibst dem No-Skin 2 Punkte. Warum gibst du dir 2 Punkte des No-Skin? Und weil der Cabby aussieht wie TFU, kriegt er von dir 6? Ja. Okay, 7 von 10. Bist du... Das Wahnsinns. Also, ich versuche das Ganze jetzt. Also, ich gebe dem 5 von 10. 5 von 10. Aber nicht, weil er aussieht wie Tiffu. Alter Vater. 4,15 von 5 bei 8 Worts. 4,13. So. Ja, 2-mal im Shop gewesen. 15 Reminders. Echt nur 2-mal bis jetzt drin gewesen? Ja, ist auch nur 2 Monate alt. Bis jetzt nur 1 Monat alt. Stimmt, die weibliche Version gibt's. Ja, Whiplash. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir gerne mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt der Gleich YouTube. Bis da, der unsere beiden Gilden falsch geschrieben hat. Bis dahin, stimmt, haut noch rein und tschüss, ciao.